Okay Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mal behaupten, nach circa fast 3 Wochen hier in Amerika bin ich der absolute Experte, wenn es darum geht, Amerika versus Deutschland zu vergleichen, ja? Und das Ganze werden wir heute auch auf jeden Fall machen. Ich muss mal vorab sagen, das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, sind die dicken Autos. Ich meine, habt ihr in Deutschland schon mal einen Honda Accord V6 gesehen? Ich auch nicht. Ich möchte aber dazu sagen, ich glaube, die Amis sind richtig stolz auf ihre richtig dicken Autos. Dad, wisst du? Ich war heute los und hab mir ein Auto angesehen, ne? Und? Ja, ich hab's gekauft. Willst du's sehen? Wie, du hast eins gekauft? Ja, steht draußen auf der Einfahrt. Was für eins hast du dir gekauft? Ein richtig gutes und sparsames Auto. Wie sparsam? Ja, der nimmt nur 16 Liter auf 100 Kilometer. Sag mal, bist du nicht ganz sauber in der Birne, oder was? Wieso? Das ist doch toll. Du fährst jetzt zurück, gibst diese Schrotthaufenkiste ab und wenn du nicht mit einer Kiste antanzt, die mindestens 25 Liter nimmt, dann gibt's halt morgen nur noch Diät-Cola, Freundchen. Ja, Sir. Ja, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich möchte behaupten, dass wir Deutschen auch stolz sind auf unsere Autos, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Papa? Ja, mein Sohn? Du weißt ja, ich war heute Autos angucken. Richtig, Sohnemann. Hast du etwas gefunden? Ja, habe ich. Und ich habe eins gekauft. Wirklich? Was für eins hast du gekauft? Du wirst es mögen. Es ist ein sehr umweltfreundliches und sparsames Modell. Wirklich? Was verbraucht er denn so auf 100 Kilometer? Also der Verkäufer meinte, wenn ich sinnig fahre, dann nimmt mein Auto weniger als 5 Liter auf 100 Kilometer. Wie bitte? Ja, richtig. Nur 5 Liter. Bist du nicht mehr ganz bei Sinn oder was? Du fährst jetzt sofort zurück, gibst diese Benzinschleuder ab und wenn du nicht mit einem sparsamen Modell ankommst, ja, dann ist hier was los. Sieglinde, ich weiß nicht, was wir bei dem Bengel falsch gemacht haben. Ich hab dir gesagt, es war falsch, hier mit 18 Lenz und Partner gucken zu lassen. Natürlich sind nicht nur die Autos hier anders in Amerika. Ich würde sagen, die Polizisten sind auf jeden Fall auch anders hier in Amerika. Hey, Harry, hast gestern das Spiel gesehen, oder? Ja, Mann. Warst lange da? Ach, Quatsch, Hotdog, Bierchen und dann bin ich gediegen nach Hause gedackelt. Du kennst mich doch. Siehst du den Typen da hinten? Meinst du den da hinten? Siehst du auch das, was ich sehe? Sag mal, ist der nicht ganz sauber? Der fährt ohne Helm, dieser Bastard. Ich übernehme das. Gestern hatte die Polizei in North Bacon im US-Bundesstaat Mississippi eine kleine Auseinandersetzung mit einem Passanten. Laut Polizeiaussagen war der Passant gewalttätig unterwegs und die Polizei musste sehr schnell reagieren und ihn mit gezielten 37 Schüssen in seine Beine außer Gefecht setzen. Gegen den Passanten wird nun ermittelt. Ja, Leute, bei der Polizei in Deutschland sieht das ähnlich aus. Hast gestern einen gesoffen oder was? Aber sowas von auf jeden. Sag mal, was ist da drüben los? Sag mal, das sieht doch aus, als wenn die Bank dort ausgeraubt wird, oder was? Ich informiere sofort die Dienststelle, da müssen wir was unternehmen. Gestern Abend ereignete sich in Trinken eine Polizeiauseinandersetzung mit Passanten. Der Polizei wird vorgeworfen, sich nicht korrekt verhalten zu haben. Die friedlichen Passanten, die zuvor in der Bank waren, haben nun Anzeige erstattet. Gegen die Polizei wird nun ermittelt. Zum Schluss habe ich noch ein drittes Thema für euch und da möchte ich das Thema Essen bzw. Ernährung ein bisschen anreißen, denn da gibt es auch auf jeden Fall richtig fette Unterschiede. Sag mal, Hans-Joachim Otto. Ja, was denn, Ludwig Günther? Ich war gestern einkaufen und wollte mir mal wieder ein sehr deliziöses Eis kaufen. Man kennt dich ja, ne? Jeden Tag am Schlemm, der Bengel. Richtig, so pass mal auf. Ja, erzähl mal. Die wollen jetzt für eine Packung einfach 6 Euro haben. Unverschämtheit, wie bitte? Das kannst du ja niemandem zumuten. Gekauft hast du es jetzt aber trotzdem, oder was? Natürlich habe ich es gekauft. Man kennt ihn. Du, damit gehe ich aber in die Presse, darauf kannst du aber einen lassen. Und wie das Ganze in Amerika aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Du Schatz, ich will noch fix ein paar Snacks kaufen fahren. Brauchst du noch irgendwas? Eigentlich nicht, aber ach komm, wenn du schon mal da bist. Ja, deswegen frage ich ja. Ach komm, es ist jetzt nicht so viel, aber bring mir doch bitte 2x Cheetos mit, 3x Ho-Hos, ja, dann bring mir noch eine Packung Milky Way von der Kasse mit, Nacho-Chips, den Käsedip auf jeden Fall nicht vergessen, bring mir bitte noch eine Packung Mauam, M&M's, 3 Packen, aber verschiedene Geschmacksrichtungen, du weißt ja, bring dann bitte noch Reese's mit, ja, die Cornflakes bitte noch davon, Oreo-Tafel-Schokolade, eventuell noch saure Gummiwürmer und am besten noch 2 Bomben Rootbeer, das ist von A&V, aber Diät, du weißt ja. Ja, okay, das ist ja echt nicht so viel. Ach komm, bring 5x Twinkies mit. Okay, alles klar, Babe. Ich hab $25, das müsste echt reichen, ne? Natürlich reicht das, Mensch. Von dem Restgeld, da kannst du bei Arby's noch was zum Abendbrot holen. Ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Falls ja, dann schreibt mir das auf jeden Fall am besten per Direktnachricht auf Twitter oder auf Instagram. Wenn ihr schon dabei seid, dann lasst mir doch gerne ein Follow da, ja? Ja, und Instagram könnt ihr auch einfach ein Follow da lassen. Und wenn ihr schon dabei seid, kommt, dann edit mich auf Snapchat auch nochmal. Flovarion92 zusammengeschrieben alles. Falls ihr eine Runde 2 davon sehen wollt, ja, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Da gehe ich natürlich gerne drauf ein. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und ciao. Ja, was denn, Ludwig Günther?